Yo Freunde, was geht? Willkommen bei einem neuen Let's Play Lego Star Wars Die Skywalker Saga. Die letzten Videos kamen recht gut bei euch an. Also das erste Let's Play hat jetzt, glaube ich, auch schon an die 50 Likes, also schon heftig. Und es sind, wir stehen auch schon ganz kurz vor den 3100 Followern. Ich glaube, es sind gerade 3094. Also es ist echt heftig. Danke für den Support. Und ich würde sagen, wir starten direkt in die nächste Mission. Das letzte Level war das Podrennen. Und das habe ich auch gut gemeistert. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt in das nächste Video. Nächste hier rein. Anakin, runter! Oh, komm mal, Fisch! Sie sollen starten! Tja, wenn wir nicht noch mehr vermummte Fremde bekämpfen müssen, schaffen wir es diesmal vielleicht wirklich nach Coruscant. Okay, ja. Reisen. Allerdings denke ich, dass dieser Fremde ein Sith Lord gewesen sein könnte. So, ab nach Coruscant. Ich finde auch Coruscant wurde so geil gemacht in dem Spiel. Also Senatsbezirk und der Jedi-Tempel vor allem. Sieht echt heftig aus. Ja, kommt halt drauf an, wann wir landen. Aber auch, keine Ahnung, der Hyperraum sieht alles richtig, richtig nice aus. Es gefällt mir einfach jedes Mal aufs Neue, wenn ich spiele. Und das ist ja, ich sag mal, nur die PlayStation 4 Version. Ich frag mich, wie das Spiel auf den Next-Gen-Konsolen aussieht. Bestimmt richtig krank. Ja, und dann sind wir schon hier in Coruscant. Da auch der Jedi-Tempel sieht einfach wild aus. Sieh an, Senator Palpatine persönlich begrüßt uns. Lasst uns rasch die Situation auf Naboo schildern, damit mein Volk endlich gerettet werden kann. Seid gegrüßt, Eure Majestät, Meister Jedi. Okay, gehen wir hin. Da. Es ist eine Freude, euch lebendig zu sehen, Euer Majestät. Die Nachrichtensperre der Föderation hat uns sehr beunruhigt. Okay. Darum bin ich begierig, von der Situation auf Naboo zu erfahren. Eure Hoheit, würdet ihr mich bitte zum Senat begleiten, um die Angelegenheit weiter... Ja, okay, komm. Ach, es dauert wieder Ewigkeiten, bis man dort ankommt, glaube ich. Aber... Achso, er redet, okay. Eine Sondersitzung des Senats einberufen, um die Situation auf Naboo zu besprechen. Obwohl, er hat nur wenig wirkliche Macht. Und es ist unwahrscheinlich, dass sich der Senat gegen die Invasion stellt. Es wäre das Beste, wenn Ihre Majestät auf die Wahl eines neuen obersten Kanzlers drängte, der die Kontrolle übernehmen und uns Gerechtigkeit verschaffen kann. Ja, geh schon. Also, irgendwie ist auch nice. Also, es ist nicht so schlimm, dass wir jetzt so langsam sind, weil man ein bisschen hier Coruscant genießen kann. Da hinten ist auch wieder so ein Stein, diese Dingsteine. Ich glaube, die sind Kybersteine auf jeden Fall. Die braucht man ja für neue Fähigkeiten. Ah, wir sind da. Achso. Diese Transporter bringen uns zum Senatsgebäude. Ich habe dort noch einiges zu erledigen und werde nun aufbrechen. Okay. Wenn ihr bereit seid, kommt in mein Büro und wir gehen zusammen zu der Sitzung. Bis dahin. Ja gut, ich bin eigentlich direkt schon bereit. Können wir jetzt auch schon hingehen. Ich kann euch überall hinbringen. So, genau. Senatsgebäude. Hoffentlich werdet ihr unterwegs nicht überfallen. Qui-Gon haben wir einfach stehen gelassen. Achso, hoffentlich werden wir nicht überfallen. Okay, gut zu wissen. So, da müssen wir auch direkt rein. So, es gibt halt echt Charaktere wie Padme Amidala, die sind so unnötig. Also, was könnt ihr? Oh, heftig. Es ist so unnötig irgendwie, keine Ahnung. Weiß auch gar nicht, warum man an die 400 Charaktere hier ins Spiel rein hat. Ja. Aber seid egal. Bereit für die Sitzung? Ja, bin ready. General Grievous Souls 1.
Ja, wird irgendwie nicht angezeigt. Keine Ahnung. Wir müssen sofort etwas unternehmen, um die Föderation aufzuhalten. Ruhe im Saal! Ruhe! Ehrenwerte Vertreter der Republik, hiermit stelle ich einen Misstrauensantrag gegen den Vorsitzenden Kanzler Valorum. Ruhe im Saal! Ruhe! Ich habe beschlossen, nach Naboo zurückzukehren. Bitte, Euer Majestät, bleibt hier in Sicherheit. Ich werde Anakin zu meinem Padawan-Schüler machen. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Geht mit der Königin nach Naboo und lüftet das Geheimnis der Sith. Ungewiss die Zukunft des Jungen ist. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt wieder. Wir können Boss Nass dazu überreden, uns zu helfen, Eure Hoheit. Genau, zu Boss Nass da. Welche andere Wahl haben wir? Ich bin überzeugt, dass wir es können. Na, an der Plattform, genau. Er ist stur wie Pamba. Und dann fliegen wir auch direkt wieder nach Naboo, würde ich sagen. Also es war komplett unnötig eigentlich, dass wir hierher sind. Es war... Na, wobei... So, von der Story her hat schon was gebracht, aber jetzt so vom Spielischen her war es halt komplett unnötig. Also da ist auch direkt wieder unser wunderschönes Raumschiff. Und... Was ich auf TikTok gesehen habe, deswegen weiß ich nicht, wie real das ist oder ob es einfach ein Bug war. Aber jemand ist einfach mit einem Todesstern im Weltall rumgeflogen. Und darauf hätte ich auch mies Bock. Kann dir mal jemand in die Kommis schreiben, ob das wirklich so ist oder ob das nicht, also ob das Fake News sind. Irgendwie die Loading-Screens hier finde ich gar nicht mal so schlimm, weil, ja, ist eigentlich ganz cool gemacht. Meine Datenbank schlägt über vor neuen Tipps. Mir kommt der Schrecken. Okay, und jetzt müssen wir gleich zu den Gungans. Genau. Zu unseren alten Freunden. So. Hier rein. Ja, wir reisen nach Gungan City. Alle hin. Ah, okay, was ist das? Ah, nur er kann mit ihm reden, okay. Nein, nein, ablehnen. Ja, ja. Hab's gar keinen Bock auf so eine Sidequest. Real Talk. Wir machen jetzt hier einfach die Main Quest und dann passt es. Genau. Oh, lol, warte. Wer so große Blase abgesperrt? Wissen diese nicht, wie großer Kopfschmerz das sein zu öffnen? Okay. Ach, da drin ist ein Stein, deswegen, okay. Ich verstehe. Okay. Ja, also hier auch Gungan City, auch ziemlich groß. Gefällt mir auch wieder jedes Mal aufs Neue, wenn ich hier reinkomme. Und gleich sind wir auch wieder da. Neue Mission. Oh. Haben Sie gefangen genommen? Vielleicht. Vielleicht sind Sie auch geflohen. Na klar, Gungan versteckt. Wenn in Schwierigkeit eben ein heiligen Platz. Mich heiligen Sie Platz. Dort nicht finden. Kommt. Okay, Charger. Los geht's. Okay, der Double Jump war es irgendwie jetzt nicht. So. Wohin gehen wir? Warum läuft der so komisch? Naja, egal. Ich gehe einfach schon mal vor. So ein Ding.
Dass sich auch keiner von den Gungans wundert, warum hier einfach so drei Menschen sind. Auch interessant. Ich finde es eigentlich auch immer wieder nass, was ich für Kommentare unter meinen Videos bekomme. So, ja, ich schaue gerne dein Let's Plays, wenn ich das spiele und so. Finde ich nass. Und ich werde versuchen, Daily Let's Plays hochzuladen. Wäre auf jeden Fall nice, wenn ich schaffe. Hier sind TIE Bomber. Ja, okay. Hier drüben. Nächster Geheimeingang gefunden. Mirse brauchen Geheimschlüssel für heiligen Platz. Mirse weiß, Schlüssel ist hier irgendwo. Okay. Ah, er hat ihn. Ging ja schnell. Sehr. Aber heftig, Fuji. Mirse reparieren und heiligen Ort betreten. Okay. Das nennt man hier sein. So, okay. Hier ein bisschen was kaputt machen. Okay, kleine Dinos. Nice. Oh, Leute, ich kann die sogar töten. Okay. Ja, okay. Ein paar Münzen einfach auf den Schmatt noch mitgenommen. So, und jetzt einfach mal noch schnell die Geschichte fortsetzen. Ich bin Königin Amidala. Oh nee, nein. Die Cutscene ist verbuggt. Ich bin Königin Amidala. Ich bin Königin Amidala. Nein. Ah, okay. Ich bin Königin Amidala. Ich bin. Ich bedauere dieses falsche Spiel. Oh Mann. Ich musste mich schützen. Wenn wir nicht schnell handeln, wird das auf immer verloren sein. Ich flehe euch an, uns zu helfen. Vielleicht. Werden Freunde. Stark, Mann. Gehen wir zurück zum Palast. Wir müssen ihr Kontrollschiff angreifen und den Vizekönig stellen. Also, das meinten die Leute in meinen Kommis mit Lego Star Wars ist verbuggt. Manche können irgendwie auch Story gar nicht mehr weiterspielen, ist verlevt. Okay, was geht jetzt ab? Nee, never mind. Mein Game ist an sich stehen geblieben. Oh Gott! Shit! Ah, nee! Kann ich irgendwas? Ich drück alle Tasten. Jungs, ich glaube, wir haben ein bisschen reingeschissen. Das Game ist verbuggt. Oh Gott! Oh Mann. Ja, gut, damit würde ich dann auch einfach das heutige Let's Play beenden. Ich starte das Spiel dann einfach neu, also nicht komplett neu, sondern einfach das jetzt hier schließen, neu starten und dann gucken, wie es dann aussieht. Ich weiß auch nicht, warum oder was oder wie oder keine Ahnung was, aber wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euch noch eine schöne Zeit. Aktiviert auf jeden Fall die Glocke, denn ich habe keinen Upload Zeit, wo ich immer dann um die Uhrzeit was hochlade und so. Ich lade einfach hoch, wenn mein Video und mein Thumbnail alles fertig ist. Deshalb aktiviert unbedingt die Glocke. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein und ciao.